Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um Kernkraftwerke in Deutschland im Jahr 2022. Apropos 2022, das ist das erste Video im neuen Jahr, frohes Neues und so weiter. Und da ich jetzt gerade in der Lage bin, hier ein Video aufzuzeichnen und ihr auch in der Lage seid, ein Video euch anzusehen, können wir also davon ausgehen, dass es keinen maximalen Blackout gab, als zum Jahreswechsel 3 Kernkraftwerke vom Netz gegangen sind. Jeder, der sich so mit Energiewirtschaft und Stromnetzen und so weiter beschäftigt, der ging auch davon aus, dass das auf gar keinen Fall passiert. Aber naja, man hat in verschiedenen Kreisen lustigste Geschichten darüber gehört, wie unglaublich versorgungsunsicher erneuerbare Energien und Co. natürlich sind. Aber wir haben eine umfassende Infrastrukturaufsicht schlussendlich dahinter, dass eine Stromnetzsicherheit, dass eine Energieversorgung in dem nötigen Maße, wie wir sie brauchen, natürlich auch sichergestellt wird. Und das sehen wir ja auch an unserem Leben, daran, dass bei euch der Monitor aktuell leuchtet. Was genau ist jetzt also zum Jahreswechsel passiert? Wir gehen hier mal auf die Wikipedia-Liste der Kernkraftwerke, der Kernreaktoren in Deutschland. Und hier kann man die Tabelle unter Kernkraftwerke dann auch sortieren. Ich habe das mal sortiert nach dem Außerbetriebdatum. Hier sehen wir dann, dass 3 Kraftwerke noch gelb markiert sind. Das sind die, die jetzt aktuell noch laufen und erst Ende 2022 vom Netz gehen werden. Und wir sehen dann hier auch noch 3 Stück, die tatsächlich zum 31. Dezember 2021 vor wenigen Tagen vom Netz gegangen sind. Das sind also Brockdorf, Kronde und Kronremmingen C. Wenn ihr euch damit beschäftigt, kennt ihr die natürlich. Ihr seht auch hier, die sind in verschiedenen Bundesländern vor Ort gewesen. Wir gucken uns das gleich auch nochmal auf einer Karte an. Was mich bei dieser Liste ganz besonders schon mal interessiert und vielleicht auch ein bisschen schockiert und vielleicht auch euch, ist dann eine andere Spalte, nämlich hier, oder zwei Spalten, nämlich Baubeginn und Beginn des kommerziellen Betriebs. Beginn des kommerziellen Betriebs ist praktisch Einspeisestart, könnte man sagen. Und dann sehen wir hier jetzt allein noch bei den 3 in Betrieb sich befindlichen Kraftwerken, dass die im Jahr 82 ihren Baubeginn erfahren haben und dann 88, 88, 89 jeweils in Betrieb gesetzt wurden. Und die 3 etwas älteren Kraftwerke, die jetzt in diesem Jahr vom Netz gegangen sind, ne, Baubeginn 76, 76, 76 und Einspeisebeginn ungefähr 10 Jahre danach 86, 85, 85. Was heißt das? Das sind ganz schön alte Kernkraftwerke. Und es ist, wie wir uns gleich nochmal bei einer anderen Quelle anschauen werden, gar nicht so besonders selten. Wir haben im Regelfall in Deutschland und auch in ganz Kontinentaleuropa, auch in Großbritannien, sehr, sehr alte Atomreaktoren, sehr, sehr alte Kernkraftwerke. Und das bringt natürlich noch so ein kleines Dilemma mit sich, nämlich Altersschwäche. Geräte, das werdet ihr genauso wissen, funktionieren irgendwann nicht mehr ganz so zuverlässig. Und das hat dann vor allem noch mal eine Auswirkung auf die Verfügbarkeit, nämlich wie oft muss so ein Kraftwerk dann gewartet werden, wie oft muss es also geplant runtergefahren werden und wie oft muss es ungeplant runtergefahren werden, weil es ungeplante Störungen gab, die dann eben spontan dann auch behoben werden müssen. Und hinten gibt es dann noch so eine Spalte, die mittlere Verfügbarkeit über den Betriebszeitraum. Und da sehen wir ja, na gut, so ungefähr um die 90%. Aber Betriebszeitraum heißt ja auch seit 85 bis 89 gerechnet. Natürlich werden die in den ersten Jahren sehr gut funktionieren. Wir schauen uns gleich eine andere Quelle an. Da sehen wir dann, dass aktuell diese alten Kernkraftwerke bei weitem nicht bei 90% Verfügbarkeit stehen. Das ist sogar eher schockierend, wie wenig Stunden alte Kernkraftwerke tatsächlich einspeisen. Aber statt jetzt können wir erstmal noch sagen, das Kernkraftwerk Isar 2, Emsland und Neckar-Westheim 2 sind jetzt noch am Netz, Bayern, Niedersachsen und Baden-Württemberg. Und die werden dann trotzdem aber in etwa einem Jahr, Ende 2022, vom Netz gehen. Und was bedeutet das eigentlich? Was mich vorher nochmal interessiert, wie gesagt, ich wollte euch ja nochmal auf die Betriebsverfügbarkeit hinweisen. Und da haben wir hier eine Seite von der Yale School of the Environment. Nicht ganz zu verwechseln mit der eigentlichen Yale University, die entsprechend diese hochkarätige Uni ist, sondern das gehört mir dazu. Das ist mehr oder weniger eine Berufsschule, die an dieser Yale University mit angedockt ist. Das heißt, man kann schon darauf setzen, dass hier ordentlich
publizieren. Und auf deren Blog Yale Environment 360 haben wir dann einen Beitrag, drei Mythen über erneuerbare Energie und das Netz, debunked. Also diese Mythen sind praktisch aufgeklärt und außer Kraft gesetzt. Und das könnt ihr euch anschauen, wir verlinken das in der Videobeschreibung. Für mich ist gerade besonders interessant, ist hier Mythos Nummer 3, weil Solar- und Windenergie nur funktionieren, wenn die Sonne scheint oder der Wind weht, können sie nicht die Basis, nicht die Grundlage für eine Netzversorgung sein, die eben dauerhaft über das ganze Jahr 24/7 laufen soll. Das ist erstmal, wie hier beschrieben wird, ein Mythos. Warum? Naja, Solar und Wind sind nicht das zentrale Problem. Auch wenn es natürlich erstmal offensichtlich ist, dass Solarenergie nur dann funktioniert, wenn die Sonne scheint und Windenergie nur dann funktioniert, wenn Wind weht. Aber über ganz Deutschland betrachtet und erst recht über ganz Europa betrachtet, und wir haben ja ein zusammenhängendes Stromnetz, haben wir praktisch immer irgendwo auch enormen Wind und wir haben zumindest tagsüber immer und überall Sonne. Und wenn wir dementsprechend ein System schaffen, da haben wir auch schon oft genug drüber gesprochen, was eine Kombination von diversen erneuerbaren Energien und Speichern schafft, dann haben wir auch eine unzweifelhaft sichere Energieversorgung auf erneuerbarer Energienbasis. Was jetzt hier aber so spannend ist, das Problem sind eben nicht einfach nur Wind und Solar, die halt nur ab und zu zur Verfügung stehen, sondern ich übersetze das mal so ein bisschen on the fly. Nuclear plants must be shut down for refueling or maintenance. Heißt praktisch, naja, nachfüllen der Brennstoffe, Brennelemente natürlich, und natürlich auch die Wartung sind ein regelmäßiges Thema, gerade bei diesen großen Infrastrukturen. Da nehmen sich Kohlekraftwerke, Kernkraftwerke erstmal nichts. Das ist also schon mal etwa 7-12% Abzug der theoretischen Verfügbarkeit, einfach nur, weil wir ganz regulär die Dinger warten müssen. Das ist bei fossilen Kraftwerken auch natürlich nochmal ein wichtiger Faktor in den Brennkammern, weil wir dort natürlich immer ein enormes Feuer lodern lassen, da immer Brennstoff reingeworfen wird und das muss auch in entsprechender Langsamigkeit hoch und runter gefahren werden, damit wir dort nicht so viel Korrosion haben. Natürlich hat man das Ganze auch über die Jahre weiterentwickelt, aber trotzdem, da ist schlussendlich ein Ofen. Und wer noch aus der Historie einen Ofen selbst zu Hause hat, weiß, da gibt es ab und zu mal Aspekte, die man betrachten sollte, ob der noch sicher betrieben werden kann und dass man hier vielleicht noch mal was reparieren müsste. Das ist also völlig normal und bei Kernkraftwerken auch nicht anders, weil wir da natürlich auch radioaktiv strahlende Elemente haben, die durchaus auch ihre Wirkung auf Infrastruktur nehmen. So, und neben also diesem Fuel Supply und also dem Brennstoffnachschub haben wir hier weitere Safety Reasons, also Sicherheitsgründe, warum eben zum Beispiel Kernkraftwerke mit runtergefahren werden müssen. Und das ist eben vor allem natürlich auch so das Ding, ne, wir finden irgendwo über einen Sensor eine Unstimmigkeit und wir fahren erstmal die Anlage oder einen Teil der Anlage runter, um nachprüfen zu können, woran es liegt, um eine Wartung durchzuführen, bevor eine große Katastrophe stattfindet, die wir ja durchaus auch schon erlebt haben, leider Gottes. Und dann sehen wir eben zum Beispiel hier diesen Teil, der mich mega interessiert. Jedes französische Kernkraftwerk und die französischen Kernkraftwerke sind immer dieses Beispiel für die deutsche Energieversorgung, weil wir müssen ja angeblich ständig aus Frankreich Strom importieren aus deren wunderbar laufenden Kernkraftwerken. Und also jedes französische Kernkraftwerk wurde durchschnittlich, ne, on average durchschnittlich, 96,2 Tage im Jahr 2019 shutdowned, also runtergefahren. Fast 100 Tage im Jahr 2019 war der Durchschnitt für französische Kernkraftwerke, die sie nicht produziert haben. Das ist fast ein Drittel. Ne? Also wir müssen hier schon mal festhalten, dass also meinetwegen nur 70% Verfügbarkeit über alle französischen Kernkraftwerke hinweg im Jahr 2019 vorhanden war. Und zwar eben für geplante oder forced Unavailabilities, also auch ungeplante, erzwungene Nichtverfügbarkeiten. Und das ist natürlich erstmal eine wichtige Erkenntnis. Aber das geht dann natürlich noch weiter. Im Jahr 2020 ist dieser Durchschnitt auf 115 Tage hochgegangen. Und da sind wir dann eben tatsächlich bei einem Wert von etwa einem Drittel Nichtverfügbarkeit über dieses Jahr hinweg. Ja, und so kann man also sagen, dass französische Kernkraftwerke weniger insgesamt als 65% der potenziellen Erzeugungskraft
durchgeführt haben. Und das ist natürlich erstmal sehr, sehr spannend. Ihr könnt euch hier diese Links auch anschauen. Das geht auf den World Nuclear Report. Das ist also eine sehr seriöse Veröffentlichung rund um internationale Kernkraftwerke und Kernkraftforschung. Nicht uninteressant. Klickt ruhig mal auf diese Links, um euch da auch weiter zu belesen. Ist halt auf Englisch, aber ihr findet auch in deutschen Publikationen dazu Erklärungen. Und das ist jetzt am Ende, wenn man noch einmal auf die Liste zurückgeht, hier auf Wikipedia, gar nicht so mega erstaunlich, weil in Frankreich, in Großbritannien und schlussendlich in allen Ländern, die bisher für ihren industriellen Aufschwung der 70er, 80er Jahre Kernkraftwerke gebaut haben, für die ist ganz normal, dass wir eben so alte Kraftwerke stehen haben. Natürlich haben wir die gebaut und die sind auf mindestens 40 Jahre Betrieb ausgelegt, weil natürlich auch die Investitionen enorm sind. Und dann kommt eben die Altersschwäche. Ne? Junge Anlagen haben vielleicht noch Kinderkrankheiten, die müssen sich erstmal einspielen. Und alte Anlagen haben natürlich ihre Altersschwäche. Das ist für alle Infrastruktur so. Da sind Kernkraftwerke also nur ein Teil von übergreifenden Problemen, die wir natürlich haben und die hoffentlich in Zukunft auch besser gemanagt werden können. Dementsprechend ist das nicht uninteressant für dieses Argument der ständig zur Verfügung stehenden Kernkraftwerke. Es ist einfach nicht so, weil wir so alte Anlagen haben. Und dann kommen wir noch zu einem anderen Thema. Ja gut, warum baut man denn nicht einfach neue Anlagen? Das geht nicht so schnell. Wie ihr ja auch hier sehen könnt in diesen alten Anlagen, ne, Baubeginn 82, Netzeinspeisebeginn 88, Baubeginn 76, Einspeisebeginn 86. Und es ist nicht unüblich, dass man eben mindestens 10 Jahre braucht, bevor so ein Kernkraftwerk wirklich am Netz ist und produziert. Und aktuell haben wir sogar eher noch Beispiele dafür, dass es noch deutlich länger dauert, eben weil wir auch ganz andere Probleme gerne mal haben. Und zum Beispiel wir in Großbritannien, ich meine bei Hinkley Point, eine Verlängerung der Inbetriebnahme um praktisch das Doppelte haben. Ne? Statt so ungefähr 10 Jahre braucht dieses Kernkraftwerk über 20 Jahre, bevor es überhaupt einspeisen kann. Es ist jetzt, es sollte, glaube ich, 2015 ungefähr ans Netz gehen, es ist jetzt für ungefähr 2025 geplant. Das ist, glaube ich, Hinkley Point C, ne? Also eine der weiteren Blöcke, die dort mit gebaut werden. Und das ist nur ein Beispiel für viele. Was bedeutet das jetzt aber nochmal, dass wir hier 21 drei Kernkraftwerke vom Netz genommen haben, nachdem übrigens wir 2019 mit Philipsburg ja auch schon so ein Beispiel hatten? Dafür gehen wir wie so oft auf energycharts.info und dort gibt es ja verschiedenste tolle Grafiken, die aus verschiedensten Quellen gezogen werden, Bundesnetzagenturdaten, ÜNB-Daten, Börsendaten und so weiter. Und hier haben wir dann die Nettostromerzeugung in Deutschland in Woche 52 des Jahres 2021 und hier haben wir dann die verschiedenen Erzeugungsquellen, die es eben so gibt. Und ihr seht hier diese rote Stelle, dieser rote Balken, der steht, wie wir unten sehen können, für die Kernenergie. Und die war hier immer so bei, naja, 7,7, 6,2, 7,0, 6,8. Ne? Also je nachdem, wie mal der Bedarf war und wie auch die Anlagen gelaufen sind und wie sie zur Verfügung standen, mal mehr oder mal weniger, ungefähr bei 7 Gigawatt. Und dann kommen wir plötzlich auf 3,3. Und zwar vom praktisch 30.12. auf den 31.12., wie ihr auch hier bei dem Pop-up sehen könnt, von 6,8 auf 3,3. Hier sind also diese Kernkraftwerke vom Netz gegangen und dann liefen nur noch die drei weiteren. Und wie ihr dann insgesamt sehen könnt, ist die Gesamtproduktion im deutschen Netz nicht zusammengebrochen. Wir hatten trotzdem hier natürlich für die Nacht ein Absinken der Produktion. Wir hatten aber natürlich auch, wie ihr in der schwarzen Graphen hier sehen könnt, ein Absinken der Last, also des Verbrauchs, weil nachts natürlich weniger verbraucht wird. Und wir hatten trotzdem hier insgesamt eine Überproduktion, die ganz gut funktioniert hat. Wir kamen in keine Knappheit und haben über die letzten Tage dauerhaft eine Überproduktion gehabt. Ne? Von daher, das hat erstmal für kein spontanes Problem gesorgt, dass wir drei Kernkraftwerke weniger am Netz hatten. Natürlich auch, weil wir ja weiterhin fossile Kraftwerke haben. Wir gehen mal zu einem weiteren Punkt. Hier die Balkendiagramme für die jährliche Stromerzeugung aus Kernenergie. Und hier haben wir die sechs bisher zur Verfügung stehenden Kernkraftwerke. Wir haben das die Ansicht für 2021. Und dann erinnern wir uns, wir können auch noch mal kurz auf die Liste schauen, vom Netz gegangen sind Prokdorf, Kronde und Grund-Remmingen. Das heißt, Prokdorf hellblau, Kronde grün und Grund-Remmingen rot. Diese drei Anlagen sehen es eben
vom Netz. Die produzieren jetzt nicht mehr. Und kann man sich hier ja so anschauen, was das so ungefähr war. Ne? Also die haben ungefähr 11 Terawattstunden, hier nochmal 10 Terawattstunden, hier nochmal 10 Terawattstunden ungefähr erzeugt. Ne? Das ist natürlich relevant für die gesamte Stromproduktion in Deutschland. Aber das kann man auch ersetzen. Ne? Also indem wir einerseits die Und das ist natürlich nicht die beste Lösung, damit wir die fossilen Kraftwerke, die auch meistens nicht auf Maximalproduktion liefen, die kann man ein bisschen hochschrauben, dann können die das auf jeden Fall erzeugen. Plus, wir haben jede Menge Windenergieanlagen, die ja dauerhaft auch gedrosselt werden mussten, weil wir eine Überproduktion hatten. Und das seht ihr ja, wenn ihr über die Autobahn fährt oder in einem ICE fährt, und dann seht ihr dort Windparks, da sind oft einige Windräder immer stillgestanden. Und nicht, weil dort kein Wind mehr gewesen wäre, sondern weil die aktiv gedrosselt werden, um eine Überproduktion zu vermeiden. Und dementsprechend können wir diese Energiemenge für das Jahr 2022 schlicht und einfach erzeugen aus den sowieso immer noch zur Verfügung stehenden Anlagen. Plus, wir bauen ja auch dauerhaft erneuerbare Energien zu, und das wird dann auch über die nächsten Jahre das Problem lösen. Wir merken uns nochmal Brockdorf Krohn der Grundremmingen. Und dann schauen wir uns nämlich mal die interaktive Karte an. Ne? Also ihr seht ja, Energy Charts hat wunderbare Infos hier. Wir haben hier oben, ups, da muss ich jetzt nochmal rauszoomen, das hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Hier haben oben Brockdorf, dann haben wir hier Kronde und wir haben hier Grundremmingen. Ne? Also diese drei sind vom Netz und Emsland auch schon. Das heißt, wir haben jetzt noch, Emsland ist noch am Netz, genau, Philipsburg wurde ja auch abgeschaltet, das war hier unten, genau dieses. Das heißt, wir haben noch Grundremmingen, wir haben noch Neckarwestheim, wir haben noch Isar und wir haben noch Emsland. Jetzt haben wir es. Hier ist leider nicht dargestellt, welche noch am Netz sind oder nicht mehr. Das habe ich jetzt mir aus der Liste mal schnell wiederholen müssen. Das heißt aber trotzdem, wir haben in Niedersachsen, in Baden-Württemberg und in Bayern immer noch Kernkraftwerke, die jetzt für das nächste Jahr produzieren. Das sind Stellen, an denen natürlich auch viel industriellen Verbrauch grundsätzlich haben. Dort haben wir aber auch, und das kann man sich ja hier auf dieser Karte so wunderbar einblenden, und das ist ja immer so doof für die Energiewende. Wir haben ja auch einfach jede Menge Kohlekraftwerke und auch Gaskraftwerke, aber natürlich auch jede Menge Erneuerbare. Das heißt, das Abschalten dieser Anlagen wird für uns erstmal kein Problem bedeuten. Weiteres Argument, was ich nicht uninteressant finde, wir gehen mal auf den Agorameter. Die Agora Energiewende, großer Think Tank rund um energiewirtschaftliche Themen, hat verschiedene Ansichten, zum Beispiel Stromimport-Export. Ich habe mir mal hier das ungefähre Jahr 2021 genommen und haben mal den Import-Export mit Frankreich gezogen, weil wir ja auch schon mal das Thema französische Kernkraftwerke hatten und die würden ja dauerhaft uns irgendwie retten. Und da haben wir hier die Ansicht, wann wir exportieren und wann wir importieren und auch wie viel ungefähr. Und der Export ist also hier oben, oberhalb dieser Trennlinie, und der Import, wenn wir also Strom holen aus Frankreich, das ist dann hier unten. Und dann sehen wir, naja, also insgesamt haben wir tatsächlich mehr Export als Import. Und das ist auch keine Besonderheit. Deutschland ist Stromnettoexporteur. Wir exportieren mehr, als wir importieren. Dann haben wir hier durchaus im Sommer Import aus Frankreich, was natürlich auch damit zusammenhängt. Ne, wir haben tagsüber wunderbar Solarproduktion und nachts weniger. Wir müssen dann also auch den Strommix ein bisschen zusammenstellen und importieren deswegen auch ab und zu dann natürlich den Strom aus Frankreich. Das würde dann gelöst werden, indem wir in Zukunft erneuerbare Energien mit Speichern verbinden und dann alles wunderbar funktionieren sollte. Aber wir sehen hier eben nicht nur, dass französische Kernkraftwerke meistens nur so 2/3 ihrer Zeit produziert haben. Die waren auch nicht der Mega-Retter der deutschen Energieversorgung. Sie sind Teil des gesamten sicheren europäischen Energieversorgungssystems, aber werden eben auch über die nächsten Jahre nach und nach ersetzt werden durch erneuerbare Energien. Das ist erstmal so. Ein weiterer Aspekt, der auch einfach interessant ist und den man auch im Weiteren noch analysieren muss: Was ist eigentlich mit den Börsenstrompreisen passiert in dem Moment, als die Kernkraftwerke vom Netz gegangen sind? Man denkt ja erstmal, dreimal Angebot vom Netz weggegangen. Das wird ja dann im Zweifel die Nachfrage nicht mehr ganz zufriedenstellen. Dann schnellt ja der Preis nach oben. Wir erinnern uns, vom 30. auf den 31. Sind die Anlagen vom Netz gegangen. Hier sind wir noch beim 30., so nachmittags. So noch so bei einem aktuell schon sportlich, aber noch halbwegs normalen Preis von so 80 Euro, 90 Euro. Es wird langsam Abend, es geht runter. Und Punkt 31.12. 0 Uhr ist der Strompreis bei
ungefähr 10 Euro. Und war dann wirklich sehr, sehr lange sehr, sehr gering. Und erst da, als wir wieder in Richtung Tag gegangen sind und der Verbrauch natürlich hochgegangen ist am 31., ist er wieder in dem ja normalen Bereich von 60, 80 und so weiter Euro pro Megawattstunde. Warum? Natürlich wussten wir, dass diese Kernkraftwerke vom Netz gehen. Das heißt, wir haben ja gar kein Angebot mehr einberechnet. Das ist also für eine Strompreisdynamik völlig irrelevant, weil jeder war sich ja bewusst, dass diese Kraftwerke nicht mehr produzieren. Deren Angebot wurde nirgendwo mehr erwartet. Und am Ende ist es natürlich hier auch eine völlig subjektive Ansicht, wie das Verhalten der Händler sich so entwickelt. Schlussendlich geht es um Vertrauen, es geht um Planbarkeit, es geht um so kuriose Sachen wie eben die augenscheinliche Gasknappheit, die wir haben, die ja den Gaspreis nach oben schnellen lässt, die damit natürlich auch den Strompreis extrem ja, volatil gemacht hat. Man kann hier schlussendlich sehen, nee, wir haben als deutsche Energiewirtschaft sehr gut voraussehen können, was passiert zu dem Zeitpunkt, wenn die Kernkraftwerke vom Netz gehen, und haben das stabil halten können und haben damit einfach umgehen können. Und wir sehen das ja sogar hier in dieser preislichen Auswirkung. Das insgesamt soll einfach mal beruhigen, was das Thema Atomausstieg angeht. Wir können das problemlos abfangen. Das ist keine Herausforderung. Und Atomkraftwerke, die alten Blöcke, die wir nun mal haben, sind auch nicht das Allergeilste, was man sich vorstellen kann. Die sind relativ oft nicht zur Verfügung stehend. Die Idee des neuen Atomkraftwerks habe ich schon mal angesprochen. Es dauert unglaublich lange, ehe die am Netz wären. Das ist auch nicht so das Schöne. Und diese auch immer wieder aktuell kommende Idee des mini-kleinen Atomreaktors, der praktisch in der Nachbarschaft stehen könnte, der auch sofort gebaut werden könnte, das ist Fantasie. Die gibt es nicht. Die stehen nicht kommerziell zur Verfügung. Also klar kann das in ein paar Jahren vielleicht auch anders sein, aber von jetzt aus, und wir müssen ja jetzt was machen, ne? Wir müssen jetzt das System weiterentwickeln, gibt es die nicht. Gibt es einfach nicht. Ist nicht in der echten Welt vorhanden. Und dementsprechend können wir nur große Kernreaktoren bauen, und das ist eben ein Infrastrukturprojekt, was gerade in Deutschland mit Baurecht und so weiter, Genehmigungen, bla bla bla, Jahrzehnte dauern würde. Das ist also kein Argument, um die 20er Jahre und selbst auch nicht um die 30er Jahre weiterzuentwickeln. Das ist keine Lösung. Wir müssen mit dem arbeiten, was wir jetzt haben. Das ist immer noch eine bestehende Erzeugungsstruktur mit vielen fossilen und mit schon relativ vielen Erneuerbaren. Und die Erneuerbaren sind das Einzige, was wir schnell zubauen können. Ist nun mal so. Naja, Speicher genauso. Und dann haben wir eine sichere Versorgung in Deutschland. Naja, so viel also mal ungefähr zu den Kernreaktoren in Deutschland. Wir haben, wie gesagt, noch Isar, Emsland, Neckar-Westheim, die bis Ende 2022 am Netz sein werden. Mal schauen, wie stabil die noch so laufen. Werden uns dann Ende des Jahres spätestens wieder mit dem Thema beschäftigen, wenn die dann auch vom Netz gehen und vermutlich nicht das Licht überall ausgehen wird, weil wir natürlich damit rechnen und damit auch davon ausgehen, dass es dann passiert. Und wir werden das als Energiewirtschaft super handeln können. Okay. Soweit dazu. Habt ihr Fragen, Anmerkungen, Anekdoten, Erkenntnisse rund um Kernenergie in Deutschland? Dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos im Jahr 2022 nicht verpasst. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.